Moin, Autofokus auf du. So, herzlich willkommen, euer Walklim hier. Und ja, Tagchen zu einem kleinen Vlog heute, denn ich habe einiges vor heute. Und ich dachte mir, ihr dürft mich dabei begleiten. Ja, als erstes gehen wir nach Spandau wandern, pilgern, was auch immer, und werden dem Cello eine kleine Nackenschelle verpassen, denn ich dachte, der Junge, der hat das mal verdient, ja? So wie der bei den letzten FIFA-Videos rumgemeckert hat, kriegt er persönlich Nackenschelle von mir. Das werdet ihr auch noch sehen, ja? Und danach holen wir oder treffen wir uns mit ein paar Leutchen und dann geht's nach Babelsberg in Brandenburg, Potsdam. Potsdam? Ist das schon Potsdam? Ich hab mich einen besseren belehren. Ich weiß es nicht. Aber da stehen heute die Horrorlichter an und ich hoffe, wir gruseln uns da. Ich werde da ein bisschen was aufnehmen. Freut euch drauf und ich würde sagen, ich muss los. Zeit drängt. Ab nach Spandau bei Cello. Also, wir sehen uns da an. Doch, bis gleich. Wir sind schon auf dem Weg. Kannst du dich mal rasieren? Nee, Mann. Ich bin voll geil. Voll geil rasiert. Ich bin im männlichen Gegensatz zu dem Bushbaby wieder. Ich hab euch was versprochen, weil er so frech bei FIFA war. Na gut, muss sagen. Da war's. Er ist zwar schlecht. Hat er verdient. Er kann sowieso nicht besser FIFA spielen, nachdem er mir nichts dafür gegeben hat. Bald kommt die Folge, wo ich besser FIFA gespielt habe als er. Er denkt, er hat besser gespielt, aber... Er hat immer zum Gegner gepasst, ihr werdet es sehen. Ich habe gute Arbeit gemacht. Gute Verteidigung. Ich habe immer zum Gegner gespielt, um zu zeigen, wie gut ich verteidigen kann. Das möchte doch keiner hören. So. Nein, so. Wir machen uns jetzt auf den Weg zu Babelsberg. Dort werden wir Zocker, Deathbringer und den ganzen dreckigen Socken treffen. Hä? Müll. Wir werden den Böwen treffen. Ja, und dann werde ich mal gucken. Ich werde den Deathbringer filmen lassen und dann werden wir brauchen. Hat ein Herz für Dome. Hat ihn lieb. Ein haariges Herz für Dome. Nein, wir sehen uns dann im Babelsberg, wa? Ciao. So dumme. Genau. Wir sind jetzt hier in Babelsberg angekommen. Wir fahren jetzt weiter in den brandenburgischen Bereich nach Potsdam. Und Potsdam? Magdalena ist schon wieder vorlaut und hängt mit den Lappen raus. Ja, wir fahren jetzt in die Horrornächte. Von da an fängt es an, gruselig zu werden. Ne? Jo. 16 Uhr ist Einlass, 18 Uhr geht's los. Der Deathbringer wird dann filmt. So, jetzt sind wir beim Film aus Babelsberg angekommen. Filmesberg? Filmesberg? Dumme, was ist das? Das hat eine komische Form. Ja, Nase. Nase! Auge. Boah, für ein neues Gesicht mit Horn. Gesicht mit Horn?
Pedro! Wo ist er denn? Boah! Lustig! Nein, das war aber nicht! War ja nie! War auch nie! Kommt jetzt! Es ist so schön! Ja, mach jetzt mal! Mach doch mal weiter! Nerv, dass sie uns zu gleich sehen, wieder anquatschen! Ja, siehst du mal deinen Bruder? Der Bruder steht hier. Ja, wächst du dich mal selber? Oh mein Gott. Amina! Amina! Er will nicht. Du, kein Spaß nicht! Ihr werdet unbesiegbar sein. Ihr habt es drauf. Thomas hat es drauf. Er hat das Feeling. Ey, das war eigentlich nicht Multitasking. Ey. Das war eigentlich hier immer. Alles klar. Wir spielen. Die üben schon mal, die machen nachher die Stuntshow. Ich bin der aufnimmt. Da hat sich jemand verletzt. Zeig die Fies verletzt. Zeig. Wo krieg? Da, guck mal. Sowas für den König, gleich töten. Ja, sag, wie küsst meine Schuhe? Hier. Der kleine möchte gern König. Ja, ich bin ein Prinz und kein König. Ich werde noch zum König. Oh, ich werde zum König. Ich werde noch zum König. Gruselig, kommst du vor rein, ist ganz dunkel, dann wird. Was sagen Sie denn hierzu und wie empfinden Sie da? Hier ist gleich los und dann wird gegruselt. Party, 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 Party. Okay. Als wir hinter ihm standen, das sah ganz schön komisch aus. Und die Er macht ja sowieso Musik frei. Dome, deine Traumfrau. Welche von denen? Echt? Der Typ da war da auch bei mir. Was für ein Ding? Hey, das ist doch von mir. Raquel, meine Tasche fällt. Noch ein bisschen. Feier meinen Bart. Da ist ein Lichtking. Das ist die Kitchen, ne? Hast du die Lichtkinder? Ich wollte unbedingt das filmen. Ja. Die kommt bei Facebook, die kommt bei YouTube rein. Die kommt bei Facebook rein, doch.
Das sind deine Freunde. Hey Mann, jetzt halt die Tasche. Das war mein Ohr! Nimm deine Tasche. Letztes Jahr gesagt, ich bin der Nächste. Freddy, ich lebe immer noch. Er hat letztes Mal gesagt, ich bin der Nächste. Ja, er hat gesagt, ich bin der Nächste. Ich hatte mit der Kettensäge. Geil. Was ist das denn, Big Man? Lass doch die Frau mal vorbei. Meine Güte. Da guckt diesmal an, die hat mich absichtlich angegriffen. Du hast mir letztes Jahr gesagt, ich bin der Nächste. Warum lebe ich noch? Kein Kommentar. Das war eine Drohung. Kein Kommentar. Jetzt weißt du, warum ich mitgekommen bin. Ich hab das voll drauf, Pascal, wo sie sich erschreckt hat. Ich glaub, der geht ab. Ich bin voll zu Freddy gerannt, hab zu ihm so gesagt. Freddy, du hast mir letztes Jahr gesagt, ich soll sterben. Ich bin der Nächste. Warum lebe ich noch? Was heute denn? Er hat nur so gezeigt, so mit der Kralle so. Hat gesagt, nee, er hat gar keinen Kopter abgegeben. Ey! Oh mein Gott, wie peinlich! Hast du eingepullert? Nein. Hast du Pippi in der Hose? Ich wollte den Langnesemann gerade nicht. Was? Wir wollen da langlaufen, da kommt ein Zombie. Dann kann ich da lang, von da kommt ein Zombie, der Spielchen, der ist da mit der Kettensäge. Das ist einfach geil so. Wie gehört sich denn? Und wie empfindet. Manno! Manno! Ey, das ist. Oh, der Wolf, oder? Ich wollte mit dem Wolf machen. Der ist süß. Oh, ist der ganz lieb. Oh, der ist so süß. Er will kuscheln. Er will dir nur Kuss geben. Er will doch nur kuscheln. Ja, der ist süß. Guck mal, der ist voll flauschig. Ja, aber. Oh, die halten einfach. Guck mal, dieselben Haare wie du. Wie geil. Der atmet ganz schön laut. Ist ja ein Wolf. Jetzt hast du aber seine Gefühle verletzt. Genau. Tut mir leid. Mach jetzt geht das toll. Der hat einen Sack voller tote Babys, glaube ich. Oh, das Hände. Hab ich dir nicht gesagt, du sollst das Kissen schütteln? Ah! Okay. Ich schütteln! Hast du vergessen? Ich bin schütteln, aber nichts mal eben. Mit dem Schnee? Schnee! Auch kein Mensch. Du musst ja nicht schüchtern. Seh ich aus wie eine Schaumpuppe oder was? Ja. Ja, ein bisschen. Du hängst auf der Mitte. Ich will ja nicht wissen, wie der Ärmel. Das war nein. Los! Los! Das ist wir brauchen diese Rastatt. Wir sind nicht stabil. Geht's nicht gut? Oh Gott. Ich kann nicht.
Jetzt hier ist Roswitha. Roswitha, wie ist hier? Wer hat meine Roswitha erkannt? Hier, mein Schatzilein, im Talerchen. Oh. Roswitha ist heute hübsch wieder, ne? Ja, wird jedes Jahr hübscher. Was ist raus hier heute? Roswitha hat sich fein gemacht. Wird nicht älter, siehst du? Nee. Du siehst jedes Jahr. Voll cool. Und im Horrorzug ist sie auch. Roswitha ist cool, wa? Ja, Roswitha. Neue Kette hat sie gekriegt. Oh, cool. Oh, stylisch. Neue Beine hat sie gekriegt, die schöne. Ich will auch so eine Roswitha haben. Die gibt's. Ich will in meinem Kopf spielen. Oh, in welchem Foto? Ist richtig hübsch. Ja, der mal hübsch, siehst du. Mach doch ein Foto. Agi, komm, Foto. Wer ist das? Ja, weiß ich nicht. Komm, Foto. Ja, Foto. Jetzt auch Foto. Jetzt auch Foto. Hier mit ihm. Ich jetzt aber doof. So, aber nach. Verrückt, ich war. Oh, unbedingt. Willst du mal hier zu Tee? Nein, zu spät zum Tee. Ist gut. Aber nur wenn du die Zähne putzt. Nein. Bitte, ganz hey, steht das noch mit der Teeparty? Nein, durch. Musst du die fragen, die die ganze Zeit. Der ganze kaputt ist. Geht eigentlich, aber. Warte, ich guck mal nach. Die letzte Zellu ist hier auch vertreten. Was? Zellu vertreten? Gegen Donkey Kong. Für dich. Pascal geht in seine Sexknechtstellung für dich. Da kannst du ihn dann nehmen, wie er ist. Da ist er. Und er wird gleich sterben. Wer dich? Wir machen die Zwillinge. Cello, nur für dich Pascals Knechtstellung. Die hübschen Zwillinge, die eben da waren, die wollten es mit Warclim machen. Aber er wollte nicht. Sie wollten ihn anbieten. Ich hab gerade gesagt, Oha. Ja, Leute, ich bin endlich zu Hause. Und ich werde mich erstmal ausruhen. Denn es war eine lange Nacht, eine gruselige Nacht und eine kalte Nacht. Und ich muss mich auch erstmal von meinem Sturz erholen. Ja, eine kleine Fleischwunde. Habe ich so gesagt, sonst geht es mir ganz gut. Ich bin ja gut gepolstert hinten. Ja, das hat mir sehr gefallen. Wer noch nicht da war, Horrornächte Balzberg, hingehen. Besonders atmosphärisch ist das, sehr geil. Die Kabarettisten und alles geben sich sehr viel Mühe. Dürft ihr auf jeden Fall nicht verpassen. Geht hin. Ja, dann sage ich noch, ich hoffe, es hat euch gefallen. Den kleinen Vlog. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann zeigt das, indem ihr einen Daumen nach oben gebt. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Wir sehen uns, wa? Ciao!